Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 344 und ich würde sagen, jetzt machen wir gleich mal die Kleinkinder zu, die Babys zu Kleinkindern. Sag ich immer wieder falsch. Und dann kann die Jenny frühstücken. Okay. Mehr Auswahl, älter werden und älter werden. Ja. Jenny immer noch im Kochkostüm. Aber da die nicht schlafen geht, hat die gar keine Gelegenheit, sich umzuziehen. Ja. Noch hat's nicht geschneit, obwohl es Winter ist. So, na, jetzt gerade noch in die Windeln gemacht. Gut, und hungrig Hungersymbole gezeigt. Das kriegen wir aber in den Griff. So. Ja, sucht euch mal einen schönen Platz. Das Winterfest ist morgen. Na toll, und hier mache ich jetzt einen Screenshot von. So, ich finde, der sieht schon aus wie ein kleiner Akira. So. Okay. Es ist doch niedlich. Jawohl. Ja, prima. Okay, Kakashi auch. Also nicht so ganz japanisch, aber so in die Richtung. Und finster guckt er, der Kleine. Ich denke mal, könnte schon japanisch sein. Und hier der Kakashi, wie sieht der aus? Zeig dich mal. Ja. Der sieht eher so ein bisschen indisch aus oder so. Ja. Oder vielleicht Philippinen oder so. Nette kleine Buben. Gut. Jetzt, Jenny wird sich von selber was zu essen besorgen können. Da ist jemand müde. Den lasse ich am besten gleich nochmal ein Morgenschläfchen machen. Sonst wird das nichts mit dem Tag. Ah, er kriegt jetzt gleich mal eine Lektion in Basisbedürfnisse. Das sollten wir nicht stören. Und der... Das ist jetzt Akira. Gut, der mit dem Topfschnitt. Der soll auch ein kleines Morgenschläfchen machen. Und Satoshi muss sowieso noch ein bisschen schlafen. Ja, dann haben wir hier erstmal einen ruhigen Morgen. Oh, da war auch jemand wütend und hat gleich mal das Puppenhaus kaputt gemacht. Jenny, nach dem Frühstück kannst du das dann wieder heile machen. So. Aber ich lasse sie jetzt erstmal fertig essen. Okay. Ach, das ist schon süß, wie die hier sitzen und lernen. Irgendwie macht das richtig Freude mit der Josie im Haus, finde ich. Wenn die nicht den wertvollen Platz im Haushalt wegnehmen würde, also Jenny könnte längst wieder schwanger sein, wenn die Josie nicht bei uns wohnen würde, dann würde ich sagen, die soll immer bei uns bleiben. Weil ich finde das richtig angenehm mit der. Aber, naja, wenn die Jenny ihr Bestreben geschafft hat, dann soll sie ausziehen, die Josie, auch wenn es mir schwer fallen wird. Weil ich möchte ja möglichst viele Babys möglichst schnell kriegen. Jetzt, nee, nicht noch ein Puppenhaus kaputt machen. Ja, das ist mir ein Windfang. Geh du noch mal eine Runde schlafen, du bist einfach noch müde. Oh, und er ist auch wütend, weil er was lernen musste. Tja, Jenny, hier ist ein kaputtes Puppenhaus. Das wartet darauf, dass du es reparierst.
So, Tantiemen hat sie wieder gekriegt. Ja, die Chroniken von Sims hat 421 gebracht. An einem Tag. Und Gedichte der Liebe immerhin auch noch 229. Ja, insgesamt ist da schon ein bisschen Geld zusammengekommen. Natürlich nicht annäherungsweise so viel wie bei dem Garten. Da soll Jenny jetzt gleich mal alles verkaufen machen. Und Josie? Na, der geht's eigentlich gut. Die hat auch Spaß. Das macht ihr offenbar Freude hier, das Leben im Haus mit den Kindern. Und ich finde auch, sie macht das recht gut. Also sehr oft macht sie selbstständig was und das gefällt mir. Man muss sie nicht zu jeder Aktion mit den Kindern zwingen. Oh, Satoshi ist aufgewacht. So. Hier, es gibt Pfannkuchen. Da hast du bestimmt große Lust drauf. Ja. Na, Fantasie hat er gerade den Level 3 geschafft. Wunderbar. Der schafft das heute mit dem Geburtstag. Ganz bestimmt. So. Und die anderen beiden. Ja, oh, ich wollte gerade sagen, die lasse ich bis um 12 Uhr schlafen. Es ist schon 13 Uhr. Ein bisschen lasse ich sie noch schlafen. Immerhin ist der Akira jetzt schon im grünen Bereich mit der Energie. Ich warte vielleicht einfach, bis der Kakashi auch im grünen Bereich ist und dann wecke ich die auf. Dann können die auch ihr spätes Frühstück machen und anfangen, ihr Kleinkinderleben zu entdecken. Wie hier noch die Gartenzwerge im Gartenhaus rumhocken. Die sind schon lustig. Aber da sitzen sie gerade richtig, finde ich. So, und hier kommen wieder die ganzen Geschenke rein von den ganzen Geschwistern. Jenny, jetzt gucken wir mal. Ja, sie hat erst in 2 Tagen wieder Arbeit, also heute und morgen hat sie frei. Dann könnte sie ja eigentlich jetzt mal ein Buch schreiben oder ja, die Josie ist schon mit Satoshi beschäftigt. Soll sie mal weiter an ihren Büchern schreiben? Oh, und dann könnten wir hier auch diese Bilder mal verkaufen. Verkauf das mal und hier auch. Und das ist noch nicht fertig. Das kannst du einfach mal fertig malen. Und dann kannst du schreiben. Okay, ihr aktuelles Buch ist wohl fertig. Dann gucke ich mal nach den Buchtiteln. Ja. Was wäre das wohl? Ein Motivationsbuch soll sie schreiben. Okay, ah. Diana lädt uns ein. Nee. Ja, hier, Jenny muss noch ganz schön an dem Bestreben ackern. Das ist hier erst die dritte Stufe von vieren. Aber es hat ja auch keine Eile. Das Kochbestreben hat viel mehr Eile. Dieses Malbestreben ist jetzt mehr so als Lückenfüller. Weil sie muss ja erstmal den Level 8 schaffen bei dem Kochbestreben, bis diese Stufe geschafft ist. Da wollte ich mal was gucken. Und zwar Kochbestreben hier. Die dritte Stufe hat sie schon fertig. Das heißt, sie arbeitet jetzt an der letzten Stufe. Sobald sie den Level 8 der Gastronomiekarriere geschafft hat, also sobald sie befördert wird, hat sie das Bestreben geschafft. Und dann ist sie frische Köchin. Das heißt, wenn sie dann was kocht, verderben die Speisen nicht mehr. Und darum macht sie ja überhaupt dieses Kochbestreben.
Ja, sie muss jetzt also noch wahrscheinlich noch zweimal zur Arbeit gehen. Ah, Name des Buches. Kleine Geschichten, die das Leben schreibt. Eine Idee von Silvia. Kleine Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, vielen Dank für für diesen Buchtitel und auch vielen Dank für die anderen Buchtitel, die ich jetzt nach und nach noch abarbeite. Ich finde das ganz schön, dass die Jenny Bücher schreibt, die von euch vorgeschlagen werden. Okay. Also Jenny schreibt, jetzt sind unsere kleinen neuen Japanerkinder aufgewacht und der Kakashi ist sehr traurig, weil er einen Albtraum hatte und noch gar nicht ausgeschlafen. Du kannst jetzt aber trotzdem mal Dienst auf dem Töpfchen schieben und Akira auch. Dann könnt ihr eurem großen Bruder zugucken, wie der das macht. Der soll sich einfach gleich nochmal aufs Töpfchen setzen. Beide sind gleich mächtig. So, ja, geh nochmal aufs Töpfchen, denn dann hast du das gleich geschafft. Dann müssen wir nur noch ein bisschen spielen und dann kannst du Geburtstag feiern. Ja, und jetzt kannst du deinen kleinen Brüdern nochmal zeigen, wie das auf dem Töpfchen funktioniert. Der junge Töpfchenmeister. Gibt es jemand anders? Sind die schon aus der Schule? Ja, die sind schon aus der Schule gekommen. Gut. Dann gucken wir doch mal. Einzergrundschüler. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem Geburtstag feiern. Öffnen. Kuchen. Okay. Du kannst schon mal Kerzen ausblasen. Und der Ken auch. Und die Jada ist Zweiergrundschülerin geworden. Super gut. Wunderbar. Ja. Die kann sich danach dann was zu essen nehmen. Andreas ist älter geworden. Okay. Der wird jetzt zum Teenager, dann suchen wir ihm irgendein lustiges Bestreben aus. Er will genauso reich werden wie seine Mutter. Herrlich reich. Und er ist, ich glaube, materialistisch habe ich noch nie genommen. Und das passt ja zu dem Bestreben. Wo ist denn das? Da ist es natürlich, wo das Geld ist. Sehr gut. Jetzt kannst du gleich neue Kerzen drauf machen. Nein, nicht du, sondern du. Ke neue Kerzen, bitte, bitte, bitte schnell. Ganz wichtig. Und dann kannst du deine Teenager-Hausaufgaben machen. Und Ken, du feierst jetzt auch Geburtstag. Und ja, der hat Hunger, aber der soll danach dann auch gleich mal Hausaufgaben machen und dann kann er was essen. Ja. Jawohl. Und er, ja, ist seinem Bruder da recht ähnlich, der möchte gerne Herrenhausbaron werden. Jetzt müsste man sowas machen wie interessiert sich für Architektur. Nehmen wir Kunstliebhaber oder Perfektionist. Er möchte ein perfektes Haus haben. Ja. Nur hat gleich einen Meilenstein erreicht. Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh, der schafft sein Bestreben womöglich jetzt noch in einem Durchrutsch. Aber nicht den letzten Schritt, weil die, wie ist das, die Säulen, die habe ich wieder weggemacht. Akira hat jetzt bestimmt auch Hunger. Mal gucken, ja. Dann muss ich hier was rausholen. Der darf auch Hamburger essen, wie sein Bruder. So,
schnappst du dir hier was zu essen und der Kakashi, der isst wohl schon. Jawohl. Und jetzt, wo haben wir den Satoshi? Der ist jetzt ganz energiegeladen. Oh, hat sein Töpfchen gerade eben noch nicht geschafft. Noch einmal kurz draufgehen. Und dann kriegen wir das noch hin. Dann darfst du auch Geburtstag feiern. Ja, das müssten für beide Sachen nur kurze Aktionen sein. Einmal kurz mit jemand reden. Sehr gut, jetzt kannst du vom Töpfchen aufstehen. Dann spielst du kurz mit den Blöcken und studierst die Formen. Jawohl. Ja. So, jetzt check ich mal, ob die beiden großen Jungs ihre Hausaufgaben brav gemacht haben. Es heißt, er hätte sie zu 75. Ach, das ist der andere. Der ist gerade noch dabei. Gut. Und der Ken hat nicht begonnen mit den Hausaufgaben. Der sollte erstmal aufs Klo gehen. Und dann soll er mit den Hausaufgaben anfangen. Dann wird ihm das Verspieltsein schon vergehen. Okay. Satoshi hat hier den Level geschafft. Oh. Sprichwörtliches Genie. Errungenschaft hier. Poppt eins nach dem anderen hoch. Was haben wir denn hier alles geschafft? Ach, das sind einfach nur die Achievements. Sie hat Level 10 der Schreibfähigkeit erreicht. Das ist auf jeden Fall gut. Okay, Satoshi, du kannst jetzt hiermit aufhören und redest kurz ein paar Worte mit Andreas. Nun, der geht jetzt zum Essen. Dann redest du kurz mit Josie. Die räumt gerade auf und danach kannst du kurz mit ihr reden. So, Josie, geh mal wieder rein, damit der Kleine beim Quatschen nicht friert. So. Ja, jetzt lauft mal nicht weg. Red mal über Prinzessinnen und über Superhelden und über Lieblingsfarbe und dann kannst du sie liebevoll umarmen. Jawohl. Und jetzt holen wir den Kuchen wieder raus. Erstmal checken. Ja, alles Level 3. Super gut. Öffnen. Kuchen. Und Josie, jetzt kannst du ihm helfen beim Kerzen ausblasen. So. Ja, und Jenny hat das Buch gerade fertig geschrieben. Dann lassen wir die auch gleich noch das Buch an einen Verlag verkaufen. Ja. Naja, außer der Jada, die gestern Geburtstag hatte, haben heute alle Geburtstag gefeiert. Das ist doch toll. Oh, und ich habe von Pinguinen gehört. Und Pinguine sind ganz toll. Die mögen es so kalt, wie es jetzt draußen ist. Ja, ihr sollt mal hier die Geburtstagszeremonie durchführen. So, ja, prima. Und er kniet da vor dem Waschbecken. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Geburtstag. Wir probieren es nochmal. Satoshi. Bitte, bitte, mach es. Vorhin hat es doch funktioniert. Ja, das sieht jetzt vielversprechend aus.
Banana. Ja, und Jenny singt. Jawohl. Gut, dann lassen wir den Satoshi wie üblich ein kreatives Wunderkind werden und ja, was nehmen wir hier? Ich nehme ihn, mach ihn mal zum Spinner. Das ist ja kein Spinner in dem Sinne, wie wir das verstehen, sondern einfach jemand, der oft verspielt ist. Josie, kannst du neue Geburtstagskerzen hier drauf machen? Und Satoshi, du hast jetzt was zu tun. Und zwar musst du erst ein Bild malen und dann musst du Hausaufgaben machen. So, und da hängen noch mehr Bilder. Die können wir hier mal aufhängen. So. Na. Und so. Ja, das ist doch hier ein toller Bagger geworden. Super gut. Okay. Ja, ich denke, das reicht dann für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!